sell like Cinderella teens. You should see the things I fit inside these denim jeans. I can't associate with y'all, this shit like ketamine. Been on one, been on two, been on everything. Bitch, I'm with my gang, with my squad, what the fuck you want? Soapy rolling gas, I can't hang, bitch, I'm fucking gone. I got people down from the jump, better know your bonds. I got people just tuning in, and the love is strong, damn. They gon' want a piece when you got it like that. Like Jake said, we gon' spend it, get it right back. Stack that internet money till the site crash. They on IG, try to get a light back. See, they don't talk that talk, they just type fast. Yeah, we real life, cool, it's really like that. I might roll an eighth inside a blunt, that's a nightcap. Like, where my lighter at? Boy, I got a flight to cash. Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind in den letzten Vorbereitungen rein theoretisch für die Essen Motorshow. Es muss mit dem Auto noch so ein bisschen was passieren. Im Hintergrund seht ihr gerade, dass der Wagen auf der Bühne ist. Da kommt heute nämlich ein Schiff da rein von der Firma Haarspeed. Magst du dich einmal vorstellen? Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Lukas von der Firma Haarspeed und du bist der René. Was machen wir heute? Wir bauen in deinem Auto unseren Schiff da ein. Ja, hier bei der Motormafia in Dresden. Die Jungs sind ja jetzt schon gerade zu Gange. Wir legen quasi erstmal den Innenraum ein bisschen frei, damit wir an die Schrauben drankommen. Und dann geht es von unten weiter. Auspuffanlage trennen, Hitzeschutzbleche raus und die originale Schaltkulisse einmal ausbauen. Genau, dann den Shifter wieder von unten rein, alles verbinden. Ich denke mal 10 Minuten, oder? Was genau versuchst du da gerade? Quasi das Stück von der Mittelkonsole hier rauszunehmen, dass wir quasi unten an die Schalteinheit rankommen. Aber der möchte nicht, der Junge. Es gab eine Baureihenänderung oder in den Baureihen beim Golf. Bei bis Golf 7 normalerweise ist der Ausschnitt für die Schaltkulisse effektiv so groß. Das ist ab dem Golf 4 der Fall. Im Golf 8 für die GTEs haben die dann quasi die Mittelkonsole verändert und die ist länglicher und relativ groß für die komplette Schalteinheit der GTE-Fahrzeuge. Aber da das ja ein Golf 7 ist, sehe ich hier eigentlich nicht der Fall. Nur bei VW, liebe Kollegen von VW, weiß man nie. Also man muss jetzt dazu sagen, kann ich das einfach mal mit so erzählen? Ja, bitte. Ne? Also man muss jetzt dazu sagen, der Shifter vom Lukas, der für einen 7er Golf gedacht ist, der geht ja eigentlich in den GTI rein und scheinbar ist es jetzt so, dass wir, dein Auto war ja ein GTD, dass wir jetzt dort oben ein bisschen was anderes haben. Deswegen haben wir jetzt erstmal unten freigebaut, um zu gucken, ob das denn wirklich alles so pari ist. Von unten sieht es aus wie beim 7er GTI. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, ob wir das von oben ordentlich reingebaut bekommen. Aber ich denke mal, wird schon werden. Die Schraube sitzen nämlich komplett in Plastik drin und die hintere, ja, das hier muss komplett, also wir müssen hier irgendwie drankommen. Weil wir kommen hier an die Schraube definitiv nicht dran. Genau ist das Problem. Kannst du das nochmal ganz kurz erläutern? Ja, das kann ich dir anhand von Bildern gerne zeigen. So, das ist eine normale Schaltkulisse, beispielsweise wie bei einem Golf 4, Golf 5, Golf 6, Golf 7 und so weiter. Man sieht vorne und hinten die Schrauben, wo der Shifter quasi dann auch effektiv verschraubt wird. Und deine, da ist ein komplettes Gehäuse drumherum. Ich weiß nicht, ob du das drauf kriegst. Da ist ein Gehäuse drumherum. Und dementsprechend ist das Ganze deutlich größer. Also im schlimmsten Fall könnte es passieren, dass wir jetzt die Kiste gerade auseinanderpflücken, es aber nicht passt. Das ist das Schlimmste, was mir und dir gerade passieren kann. Es ist im Endeffekt die Konsole an den beiden Punkten hier verschraubt von oben und hier hinten nochmal an den. Und die neuen Konsolen gehen komplett bis hier hinten hin. Und bis dahin ist auch der Tunnel geöffnet. Ab Golf 8 effektiv und da kannst du halt keinen Shortshifter mehr einbauen, beziehungsweise die komplette Unterbaukonstruktion müsste von mir dann auch neu designt werden. Aber das sieht gut aus, das passt alles. Im Endeffekt geht es jetzt darum, wir machen hier gleich dann, wenn wir oben an die Verschraubpunkte kommen, müssen die Halteklammern für die Seile hier raus. Die Seile werden hier getrennt, hängen wir runter, tun den neuen Shifter, die Konsole quasi mit den Schaltseilen verbinden, oben an den Shifter dran machen, einbauen, fertig. Sehr gut. Ich habe kurzzeitig ein bisschen Angst bekommen. Du, ich auch. Ich hatte einen ganz kleinen Kackstift. Aber das ist halt das Problem, gerade bei VW, das habe ich schon so oft gehabt, dass tatsächlicherweise entweder am Unterboden oder halt oben irgendwas komplett anders gebaut wurde. Und ich finde das immer so strange, hier kommt immer so nah mit den Kameras. Wir hatten auch schon mal das Gespräch. Ja, ja. Nee, sieht gut aus.
So, nochmal rechts, links. Mach mal dritte, vierte. Okay, neutral. Gut. So, der Shifter ist jetzt fertig. Wir befinden uns mittlerweile schon, ich sitze gerade im Auto auf der ersten Motorshow. Die Messe ist schon voll im Gang. Ich habe es leider zeitlich vorher nicht geschafft, weil noch ganz viele andere Baustellen waren. Wie gesagt, der Shifter ist verbaut, das habt ihr gesehen. Jetzt hat mir die Firma Animal Racing, vielen Dank dafür, noch so eine Konstruktion gedruckt. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt das sehen, es ist nämlich ein leicht dunkel hier drin. In diesem Gitternetz, also in dieser Wabenstruktur, sage ich mal, das hier ist noch nicht festgeklebt, ich habe es erstmal noch reingelegt. Wie vorne vom Kühlergrill. Finde ich persönlich eine richtig coole Idee. Das kommt dann hier einfach so rein. Das ist nur, damit es nicht ganz so leer aussieht. Ich war erst am Überlegen, ob ich mir da so einen Schaltsack oder irgendwie sowas mache. Aber ja, irgendwie muss das Ganze ja auch schon so ein bisschen Motorsport sein. Und von den Aufnahmen, die ihr jetzt eben gerade gesehen habt, vom Einbau bis zur ersten Motorshow sind jetzt, ja, sagen wir mal eher 4000 Kilometer bin ich damit auf jeden Fall schon gefahren. Und das Ding macht wirklich, wirklich richtig Spaß. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich habe, weil jedes Mal, wenn du, muss man ja sagen, jedes Mal, wenn du so dein Auto in Richtung Motorsport baust, ist das halt für den Alltag immer manchmal, oder gibt es viele Sachen, die nicht so cool sind. Hier finde ich es sogar besser für den Alltag, weil es einfach bequem ist. Ich habe hier, ich hoffe, ihr seht das jetzt, wenn, könnte sein, dass es hier ein bisschen unscharf seht. Ich habe hier die Armlehne, die stelle ich mir immer so hoch. Dann habe ich hier direkt, seht ihr das? Wie geil das einfach ist, dann kannst du das Ding zack, 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 zack. Einfach so komplett durchreißen. Wie gesagt, ich hoffe, das passt hier gerade vom Licht her. Ich habe eine andere Kamera mit, ich kann gerade gar nicht sehen, ob ihr mich vernünftig erkennen könnt, ob das alles scharf ist und so weiter. Das ist jetzt hier nur mal schnell zwischendurch, weil ich euch, wenn ich euch das Video von einem Shifter schon zeige, dann will ich euch auch den Rest oder das letzte quasi zeigen. Und da ich möchte, dass das Video online geht, habe ich mich dazu entschieden, ich setze mich jetzt einfach mal hier im laufenden Betrieb einfach ganz schnell ins Auto und drehe quasi den Rest. So, ich habe hier eigentlich noch einen Satz Pro-Track-Felgen liegen. Da habe ich extra noch so alte Slicks draufgezogen, also wirklich richtig abgeranzte Slicks. Die hat mir noch Polybauer schnell aufgezogen. Problem war, ich habe sie vorher nicht Probe stecken können, weil ich wirklich absolut gar keine Zeit hatte. Jetzt fehlen mir ja so 35er, vielleicht sogar 40er Spurplatten. Und hier vor Ort hat einfach keiner welche. Die muss ich jetzt noch irgendwie organisieren und dann muss ich organisieren, dass die hier noch irgendjemand draufsteckt für mich. Weil ich selber heute den letzten Tag auf der Messe bin. Ich bin erst wieder da, wenn ich das Auto hole. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Aufkleber hier dran gemacht. H&R. Ich habe zum Beispiel, hier ist noch das Alus, ist da auch noch mit drauf. Hier auch noch mal H&R. Hier habe ich das H&R abgenommen, weil es mir einfach ohne auf der Motorhaube ein bisschen besser gefallen hat. Das Problem war, ich habe die Aufkleber alle gestern Abend noch. Heute ist der Pressetag, der erste Tag quasi. Ich habe mir das, ich habe es selber aufgeklebt. Das erste Mal. Und das Auto ist ja frisch von Danny gekommen, der hier wieder brutale Arbeit geleistet hat. Das Auto glänzt einfach wie Hulle. Problem ist halt Keramikversiegelung. Versuchen wir auf einer frisch gemachten Keramikversiegelung, die keine 24 Stunden alt ist, Aufkleber drauf zu bringen. Das hält leider wirklich vorne und hinten nicht, aber ja, gut. Ist jetzt, wie es ist. Wie gesagt, mit den Felgen ist natürlich richtig blöd. Ja, ich muss hier mit Maske rumlaufen. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, aber ist leider so. So, und dann habe ich auf ganz schnell hier noch eine Batterie verbaut. Das ist die Lithium Next und zwar die 85er Speed Variante. Die ist leicht, die wiegt so um die 3,5 Kilo ungefähr. Kommt sehr gut mit dem Ibis, weil der Golf 7 hat ja dieses Ibis, das eine Batteriemanagementsystem, irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Das Problem ist halt, du brauchst halt im Golf, so wurde mir gesagt, mindestens 60 Ampere. Und deswegen ist da jetzt einfach eine 85er drin. Ich glaube, dass diese Zahl diese Ampere ist. Aber ja, verklagt mich nicht, wenn es nicht stimmt. Ich habe von Batterien leider so gar keine Ahnung. Ich weiß, was für Batterien in meine Kamera kommen, das war's auch.
Ja, das war's soweit eigentlich. Ach, mir fällt der Arm ab. Wir sind wirklich die letzten Tage nur am Hasseln gewesen. Ja, mit den Felgen habe ich euch gerade gesagt. Sonst gibt es eigentlich auch nicht weiter viel zu sagen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich wünsche euch viel Spaß. Guckt euch das Auto auf der Messe an. Lasst mir ruhig euer Feedback da. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, ich bin der Sven und das ist der René. Punkt. Punkt. Die Leute kennen dich ja, ist ja dein Kanal. Ja, sollten sie. So. Und nachdem der René und ich jetzt die ganze Zeit hier rumsitzen und alle anderen an René seinem Auto schrauben, haben wir uns jetzt gedacht, wir drehen jetzt einfach mal irgendwas. Ja, am und besten die Kamera. Achso, nee, die nicht. Nee, genau, das war blöd. Okay. Und ich dachte mir, weil ich bin ja Fuchs, ne? Ich interview dich jetzt einfach. Okay, erzähl mal. René, du bekommst ja heute einen Shifter für dein Auto. Mhm. So sieht das aus. Also, so ist zumindest der Plan. Okay. Was erwarten Sie von dem Shifter, junger Mann? Fahrspaß, Motorsport-Feeling. Ja, Punkt. Punkt. Okay. Emotionen. Pure Emotion. Ich werde das Ding gleich so zurückprügeln. Was hast du vorhin gesagt, was deine größte Angst ist mit dem Shifter? Dass ich mit meiner Faust im Radio stecken bleibe, wenn ich es so übertreibe. Hm. Hast du schon mal geguckt? Ist das so? Nee. Doch, dieser Scheiß-Kompressor, ne? Das ja. Passiert uns immer. Ich mache Untertitel. Und so war das mit der ersten Million. Ja. Nee, ich habe bewusst noch nicht geguckt. Ich habe zwar die Kamera auch schon ins Auto gehalten, habe ihn aber ins Gesicht geguckt, weil ich das nachher zusammengebaut sehen möchte. Hm. Ich bin auf jeden Fall mega aufgeregt, weil das ist für mich noch so die Vollendung von dem Fahrzeug, dass da dieser Shift da drin ist, weil das ist halt Motorsport-Feeling. Und ich stehe auf Motorsport. Hm. Ist halt männlich, ne? Vielleicht erkennt man das so ein bisschen an dem Fahrzeug. Meine Affinität für Motorsport. Das ist jetzt im Moment, wo du drehen kannst. Ach so. Ich mach das nicht so oft. Hast du eigentlich vorhin gefilmt, wie wir das Auto hochgenommen haben? Ja. Ist dir eigentlich bewusst, dass wir. Guck mal, diese Unterbaudinger, ne, die wir da drunter haben, die nehmen wir sonst immer nur bei T5, Vito, V-Klasse. Ja, weil der so hoch ist, meinst du? Ja, ja. Ja. Ich habe noch ein bisschen Restgewinde. Schon ganz schön auf Bus, ne? Ja. Nee, viel Spaß dann beim Fahren, ne? Ja, danke. Tschüss, ne? Tschüss. Tschüss.